Herzlich willkommen auf Jurellerie. Heute schauen wir uns den Satz des Tales an. Wir machen das in zwei Teilen. Im ersten Teil schauen wir uns das Dreieck ABC an. Hier mit Strecke AB mit Mittelpunkt M und einem Halbkreis um M, hier mit Durchmesser AB, der hier durch CG. Was wir zeigen wollen, ist, dass der Winkel Gamma 90 Grad ist. Und das können wir jetzt folgendermaßen zeigen. Wir zeichnen eine Strecke ein von M nach C. Und jetzt teilen wir diesen Winkel Gamma hier auf in zwei Teile, nämlich in diesen Teil hier und in einen zweiten Teil hier. Und weil das gleichschenklige Dreiecke sind, hier AMC und CMB, wissen wir, dass hier der Winkel Alpha nochmal hier vorkommt und der Winkel Beta gerade nochmal hier vorkommt. Also dann haben wir zum einen, dass der große Winkel Gamma gerade Alpha plus Beta ist. Und weil die Winkelsumme 380 Grad ist, wissen wir, dass Alpha plus Beta plus Gamma, also plus Alpha Beta, so Alpha plus Beta plus Alpha plus Beta, gerade 180 Grad ist. Mit anderen Worten gilt, dass Alpha plus Beta dann 90 Grad ist. Und weil wir hier Gamma durch Alpha und Beta ausgedrückt haben, gilt, dass Gamma gleich 90 Grad ist. Somit haben wir gezeigt, dass das Dreieck ABC, wo C auf dem Halbkreis um M liegt, hier einen Winkel von 90 Grad hat. Das kann ich hier einzeichnen. 90 Grad. Gut, vielen Dank und bis gleich im zweiten Teil.